Ja, haben die richtige Höhe. Perfekto. Weil ich brauche da wieder die L-Nut. So, das wäre jetzt ganz oben. Würde so perfekt passen, aber das können wir dann noch mal planen, wenn es soweit ist. Ist der Tunnel jetzt endgültig fertig? Ja. So, das heißt, den Steinbruch machen wir jetzt 5 Dinger tiefer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und dann werden wir halt irgendwann mal noch einen Steinbruch oder ähnliches brauchen. Na, kommt, Leute. Nur weil jetzt die Stockpiles hier voll mit Eisen und Stein sind, könnt ihr nichts mehr an Dings abbauen? An Stein? Tatsache. Ah. Ärgerlich. Aber ich weiß, wie wir das lösen. Auch wenn uns jetzt dadurch etwas Stein verloren geht, es wird nämlich mal Zeit. Das wird uns ein bisschen Eisen kosten. Nämlich 12. Das heißt, wir können ruhig wieder Eisen einschmelzen. So, und die Leute laufen los und bauen Türen. Und laufen auch hoffentlich los und fangen an, Zeug einzuschmelzen. Und schwupps sind auch wieder Leute an den Steinbrüchen beschäftigt. So, Türen sind fertig.
Und ja, ihr könnt mir ja doch mal in den Comments schreiben, wie ihr die hier, die Idee mit dem Bergfried, wie ich so gebaut habe, findet. Und ja, Steine kommen. Endlich rein. Wieder. So, was wir jetzt halt machen müssen. Ah, wie hatte ich gedacht, dass das geht? Da reicht doch der Platz nicht aus. Mist. So reicht der Platz aus. Da geht's halt über die Säule. Ich merke auch gerade, ich habe vergessen, dem Ding hier Säulen zu geben. Na gut, das hier sind jetzt einfach mal Behelfsteile. Und ja, hätte ich ja auch so machen können. Trotzdem die normale Höhe beibehalten können. Und da einfach den Stein platzieren. Genau so hier. Und hier. Nur hier brauchen wir halt Säulen. Ach, das waren normale Stone Columns 5 hoch. Ja. Sehr gut. Sechs Barren fehlen noch. Und ja, wir kriegen definitiv wieder genug Stein rein. Oh, das ist doch nicht ganz so viel Eisen. Also zwei können wir rausnehmen. Weil da hat mal wieder einer nicht aufgeräumt, bevor er zum Graben gegangen ist. Wobei das nächste interessante Thema, das wir hätten, wäre...
Ja, dieses Thema hier. Und ob wir hier Laternen hinkriegen können. Ich habe ja nämlich zwei Laternen hier. Die ich noch nicht platziert habe. Ja, wenn das halt mit den Verteidigungsanlagen nicht klappt, also ich solche Schießer dann hinstellen kann, war nämlich auch noch so eine Idee. Und ja, das scheint zu klappen mit den Laternen. Ja, das finde ich sieht dann auch noch schick aus, wenn man hier so Beleuchtung hat. Und ja, wir bauen ja hier eine Burg, die schick aussehen soll. Deswegen bauen wir ja im Sandbox-Modus. Auch wenn die Jungs hier wieder total durcheinander graben. Aber wir kriegen auf jeden Fall genug Stein rein, um es zu konvertieren. Und ja, wo wir uns auch noch Steine hernehmen können, ist durch Bodenformungen. So, tun wir das Stück hier mal formen. Da sind sie wenigstens ein bisschen beschäftigt. Ja, sieht halt ulkig aus mit den etwas zu groß geratenen Waffengestellen da oben. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Eisen wieder. Und ja, wegen den Verstärkermasten können wir uns dann irgendwann Gedanken machen, ob wir sie innen drin an die Wände klatschen und man sie nicht sieht. Na, guckt mal, das hier nimmt auch langsam Form an.
Bin mal gespannt, ob sich's einer der Brigtrons schafft, an der Ecke zu Tode zu stürzen. Nicht ganz. Na, machen wir es lieber so. So, der erste Turm ist schon so hoch. Die anderen sind noch ein bisschen im Bau. Und ja, wir haben auf jeden Fall den Weg frei, um an das Eisen und an den Schwefel da zu kommen. Hey, guckt mal, wie viele Steinchen. Finde ich es gerade nur interessant, keiner. Ah, sag bloß, die kommen da hinten nicht hin. Ah. Warum kommen sie nicht an die Dinger? Ach so, stimmt, die können doch normalerweise was setzen, was eins tiefer ist. Okay. Ah, die Taktik geht nicht. Baumstamm wird auch nicht gehen. Nein. Also reißen wir die Treppen alle ein Stück ab. Wieder. Weil ich genau nicht daran gedacht habe.
So geht es natürlich auch. Können wir die da wenigstens retten? Hä? Oh, wir haben Steine. So, jetzt aber bitte. Und ich merke, wir überziehen schon wieder zu lange. Wegen dieses Problems. Also speichere ich erstmal wieder. Na komm. Und dann machen wir einen kleinen Cut. Bis gleich.